Okay, gut. Also, ich lese mal kurz durch. XDM, XPath, XQuery, Moodle-Tests zusammen durchgehen, okay. 10c, Seite 3 und W10E Seite 2, gut. Notenbonus, ja. Berechenbarkeitsuniversell, Join, Notenbonus. Okay. Bringen wir erstmal die Sachen aus dem Weg, die schnell zu beantworten sind. Also Notenbonus. Gilt der Notenbonus auch für die Wiederholungsklausur, die für den 6.10. angesetzt ist? Ja, natürlich. Also die Klausuren, jetzt die im August ist und die dann im Oktober ist, die sind identisch gleichwertig und der Notenbonus gilt für beide. Und dann gibt es jetzt noch die Glücklichen oder die Unglücklichen, die im Wintersemester die Vorlesung belegt haben und die Nachklausur dann nicht mitgeschrieben haben. Und sie können jetzt wirklich als kleinen sozusagen Nachteilsausgleich da sie haben jetzt eben wirklich den Superbonus. Sie kriegen dann also 1,3 Notenpunkte als Bonus, wenn sie alle drei Tests in diesem Semester haben. Und dann dürfen sie den alten Bonus aus dem letzten Semester noch mitnehmen. Gut, also das ist dann Bonanza für die. Dann Klausur ist Open Book, ja natürlich. Also die Klausur findet online statt und ich kann sie nicht daran hindern und werde das auch von der Aufgabenstellung berücksichtigen, dass sie im Prinzip in der Klausur recherchieren können, was sie möchten. Sie können also googeln oder die Vorlesungsunterlagen hernehmen oder Werkzeuge benutzen auch und Dinge ausprobieren. Ich werde Ihnen das mit dem Ausprobieren ein kleines bisschen schwer machen. Das heißt, Sie kriegen jetzt keinen XML-Code, den man oder XQuery-Code oder was auch immer, den Sie leicht copy und pasten können. Aber wenn Sie die Zeit aufbringen wollen, irgendwas abzutippen in ein Werk, in ein Werkzeug, dann ist das alles legitim. Ich werde versuchen, die Fragen so zu stellen, dass sie da nicht von den Werkzeugen profitieren können, also in dem Sinne, dass es trivial wird, ja, also die typischen Fragen, die ich sonst hatte, wo man irgendwie ein XML-Dokument und eine Query vorgegeben hat und dann soll man gucken, was ist das Ergebnis dieser Query, das ist dann vielleicht ein bisschen zu einfach, das werden wir nicht machen, sondern es wird vielleicht eher was Generisches dabei sein. Ich hatte jetzt zum Beispiel bei dem X Path-Test oder bei dem XQuery-Test, bei der XQuery-Aufgabe, da hatte ich irgendwie eine Funktion vorgegeben, die Sie vielleicht so auf die Schnelle nicht nachprogrammieren können und dann ist es halt schwierig, wenn Sie das einfach ausführen. Aber klar, Sie dürfen diese Hilfsmittel alle benutzen. Das Einzige ist, Sie dürfen sich nicht zusammentun am Telefon und irgendwie gemeinsam über diese Aufgaben konferieren oder sich ihre Lösungen gegenseitig zuschicken. Wenn Sie das machen, dann ist das ein Täuschungsversuch. Dann ist natürlich die Frage, wie kann ich das nachweisen? Da gibt es also ich meine, es gibt natürlich die Möglichkeit, bei den Lösungen zu gucken, ob die erkennbar identisch sind oder so. Ich kann wahrscheinlich nicht nachweisen, dass sie kommuniziert haben. Ich habe die Möglichkeit, im Nachhinein sie nochmal online sozusagen anzupingen, dass sie mir Dinge erklären, die direkt mit der Klausur zu tun haben, sodass ich mich also vergewissern kann, ob sie diese Aufgabe dann wirklich selbstständig bearbeitet haben oder nicht. Das ist eine Möglichkeit, die jetzt durch die
sozusagen durch die neuen Bestimmungen gegeben sind. Aber ansonsten ist es ist kein Proctoring oder sonst irgendwie eins von diesen hässlichen Dingen. Sie werden nicht videoüberwacht, während Sie die Klausur während Sie die Klausur bearbeiten. Das ist also insofern, sagen wir mal, mein Risiko. Ich meine, Sie können natürlich auch jetzt einen super XML-Technologie-Leute, Menschen neben sich sitzen haben, der Ihnen die Klausur schreibt. Okay, gut. Das ist alles, fällt alles unter den Begriff Täuschungsversuch und Sie verpflichten sich sozusagen per Ehrenkodex, per Unterschrift auf der Titelseite der Klausur, dass Sie das nicht machen. Das, was ich dann sonst noch als Möglichkeit habe, um es jetzt nicht allzu trivial zu machen, dass Sie praktisch, während Sie die Klausur schreiben, den Stoff lernen oder so, weil Sie ja alles nachgucken können. Ich werde ein bisschen mit der Zeit dann arbeiten, dass Sie also die Klausur nur dann gut bestehen können, wenn Sie auch viel Wissen parat haben und jetzt nicht wirklich als jede Kleinigkeit nachgucken müssen. Ja? Auf der anderen Seite wird die Klausur nicht so gestellt, dass Sie vom Gedächtnis sagen wir mal, Dingen, die man normalerweise eben nachgucken würde, dass Sie die im Gedächtnis haben müssen. Also zum Beispiel kam ja mal auf, irgendwie Codepositionen für Unicode-Zeichen oder sowas, die werde ich nicht verlangen von Ihnen und die müssen Sie auch dann nicht online nachgucken. Und es werden auch keine exotischen XPath-Funktionen vorkommen, deren Funktionalität Sie dann auch erstmal recherchieren müssen. Auf der anderen Seite werde ich vielleicht schon XPath-Funktionen verwenden und dann schreibe ich Ihnen aber in der Angabe, was die machen, damit Sie das nicht sozusagen unnötig recherchieren müssen. So, gut, ja. Dann Probeklausur. Okay, ja, Sie kriegen eine Probeklausur. Das ist so, die Altklausuren sind nicht in dem Sinne repräsentativ, die sind nur als Übungsaufgaben gedacht. Ja, das ist genau der Punkt, den ich vorhatte. Es gab ja dann die Nachholklausur jetzt am 2. Juli oder so. Und da werde ich auf jeden Fall Ihnen die Klausur mit Musterlösung und Bewertungsschema auch hochladen. Ich habe die Musterlösung und das Bewertungsschema leider noch nicht ausgearbeitet, aber das werden Sie dann auf jeden Fall bekommen. Das ist also eine gute Orientierung. Was wir auch machen, ist, wir werden die Klausur, sozusagen eine Probeklausur durchführen, einen Probelauf, einen Testdurchlauf, der ist mit Fake-Aufgaben und wird auch nicht bewertet oder so, einfach damit Sie den Ablauf mit dem TUM-Exam und wie funktioniert das da mit dem Hochladen der Klausuren am Schluss, damit Sie das mal durchspielen können und auch damit Sie mal gucken können, wie das dann mit dem Ausfüllen des PDF aussieht. Also Sie kriegen dann ja eine PDF-Angabe, die irgendwelche Barcodes drauf hat und alles Mögliche. Und die Möglichkeit, eine Möglichkeit, von der ich denke, dass das die bessere Möglichkeit ist, ist, dass Sie dann diese PDF-Dokumente am Bildschirm ausfüllen. Also da kriegen Sie auch eine Liste von Werkzeugen, die gibt es da von TUMXM, die man da hernehmen kann und wahrscheinlich kennen Sie das sowieso, wie man das macht. Aber Sie füllen dann das PDF direkt aus und laden es dann wieder hoch. Die andere Möglichkeit ist, dass Sie die Klausur ausdrucken und dann auf Papier ausfüllen und dann hinterher wieder einscannen und dann die gescannten Seiten hochladen. Das könnte ich mir vorstellen, ist ein bisschen, also mir wird es nicht so gut gefallen, aber Sie können es machen, wie Sie möchten, das geht beides. Und Sie kriegen auch in dem TUM-Exam für das Hochladen ein extra Zeitfenster von einer Viertelstunde oder so, damit Sie dann, wenn Sie zum Beispiel noch scannen, damit das nicht von Ihrer eigentlichen Arbeitszeit abgeht und auch vielleicht als Ausgleich, dass das Ausfüllen am Bildschirm nicht ganz so flüssig ist, als wenn man das auf dem Papier schreibt. Das ist also soweit alles ganz gut geregelt und wir werden das durchexerzieren und das werde ich Ihnen dann auch früh genug ankündigen, dass Sie das vor der ersten Klausur und dann auch vor der Nachklausur dann einmal durchspielen können. So. Dann, dann haben wir das mit den Klausuren, glaube ich, jetzt
besprochen und mit dem Notendurchgang, mit dem Notenbonus. So, und dann ja, gut, also dann zu den inhaltlichen Fragen. Also der Zusammenhang XPath, XDM, XPath, XQuery oder auch XSLT. Also die Frage bezieht sich wahrscheinlich eher auf XDM. Das kam ja danach dann auch nochmal vor. Und wie sieht das dann mit im praktischen Beispiel aus? Also ich bin nicht ganz sicher, welchem Beispiel in der Vorlesung Sie jetzt nicht so gut folgen konnten. Ich meine, XDM ist halt einfach ein abstraktes Modell dafür, welche Daten von diesen XML-Technologien bearbeitet werden. Also wir hatten ja das XML Information Set, das war speziell für XML-Dokumente, für vollständige XML-Dokumente. Und das XDM, das erweitert eigentlich das XML Information Set in dem Sinne, dass ein Datum oder ein, wie immer man das jetzt nennen möchte, ein Wert in dem XDM ist eine Sequenz von bestimmten Bestandteilen. Und jeder Bestandteil kann eine Referenz auf einen Knoten in einem XML-Dokument sein, im Sinne vom Information Set, oder es kann ein skalarer Wert sein. So, das ist also das, was das XDM ist. Also es ist ein Datenmodell, wo die einzelnen Datensequenzen von diesen Einträgen sind. Und es gibt keine natürliche Repräsentation oder sagen wir mal, es gibt keine standardisierte Repräsentation, wie man jetzt eine Sequenz wirklich hinschreiben kann. Das ist ja bei dem XML Information Set auch nicht anders. Nur ist da der Unterschied, dass wir da diese Baumdiagramme haben, die dann praktisch eine Notation ist für die Bestandteile des XML Information Set. Und für Sequenzen jetzt davon, da gibt es so eine standardisierte Notation nicht. Das heißt, man kann sich das dann überlegen, wie man darüber reden möchte. Und eine Möglichkeit ist, dass man sagt, okay, ich nummeriere die Knoten in meinem XML-Dokument, auf das ich mich beziehen will, irgendwie durch, einschließlich der Textknoten und einschließlich der Attributknoten. Und wenn ich dann sagen möchte, was ist jetzt das Ergebnis von einer Query zum Beispiel, dann kann ich irgendwie diese Knoten aufzählen. Ich kann die also praktisch in runde Klammern setzen und sagen, das Ergebnis ist die Knoten 3, 4, 9 und der feste Wert 7 oder sowas. Ja? Und ja, also die andere Möglichkeit ist halt, wenn das Ergebnis eine Sequenz ist, dass man dann wirklich die XML-Konstrukte in XML-Syntax hinschreibt. Jetzt weiß ich nicht, wie das in dem Beispiel war, auf das Sie sich da bezogen haben. Deswegen rede ich da jetzt so ein bisschen abstrakt drüber. Aber zum Beispiel in dieser XPath-Aufgabe in dem Moodle-Test, da sollte man dann ja jetzt die Knoten, die in der Sequenz vorkommen, angeben über ihre Nummern. So. Das heißt, wenn Sie den Moodle-Test sowieso nochmal durchgehen wollen, können wir das dann ja nochmal zusammen sehen. Und dann war noch Code-Erklärung gewünscht, okay. Dann der Ausdruck berechenbarkeitsuniversell, okay. Also berechenbarkeitsuniversell, das ist halt eine theoretische Beschreibung, es kommt in der Berechenbarkeitstheorie vor, wenn Sie da schon mal von der Church'schen These zum Beispiel gehört haben. Es ist so, dass man sich irgendwann auch Turing eben dass die sich Gedanken gemacht haben, was kann eigentlich ein Computer im Prinzip? Und haben dann so praktisch Modelle von
Computern sich ausgedacht, zum Beispiel die Turing-Maschinen oder die Registermaschinen oder Beschreibungsmöglichkeiten von den Sachen, die die Computer berechnen, sowas wie rekursive Funktionen oder ähnliches. Und dann hat man halt hinterher bewiesen, dass jede von diesen Formalisierungen dessen, was also Computer im Prinzip können, dass die äquivalent sind. Und dann hat man halt gesagt, okay, das, was diese Computer tun, das nennen wir berechenbarkeitsuniversell. Also was in diesen Modellen berechnet werden kann. Ein Berechnungsmechanismus oder eine Programmiersprache oder etwas Ähnliches ist dann eben berechenbarkeitsuniversell, wenn sie äquivalent ist zu dem, was zum Beispiel die Turing-Maschinen oder die Registermaschinen können. Und die Church-These, die geht dann da ein bisschen philosophischer dran, die sagt also, alle die Formalismen, die man sich jetzt ausgedacht hat, was ein Computer im Prinzip kann, alle diese Mechanismen sind äquivalent. Und die Standardprogrammiersprachen, so ich meine, eine Assembler-Sprache oder sowas, die sieht halt ziemlich ähnlich aus zu einer Registermaschine. Da ist es irgendwie einfach einzusehen, dass die auch berechenbarkeitsuniversell ist. Aber wenn Sie jetzt eine objektorientierte Programmiersprache hernehmen oder auch eine funktionale Programmiersprache oder so, da kommt man aus diesem Bereich der berechenbarkeitsuniversellen Funktionen nicht heraus. Also man kann also Dinge leichter mit denen natürlich formulieren als mit einer Assemblersprache oder mit einer Turing-Maschine. Aber prinzipiell kann man nicht mehr mit denen berechnen, als man auch mit diesen einfachen Modellen kann. Und da ist halt die Frage, manche Sprachen, die entwickelt werden, zum Beispiel Pattern-Matching-Sprachen oder Ähnliches, die sind eben nicht berechenbarkeitsuniversell. Auch SQL in seiner ursprünglichen Form ist nicht berechenbarkeitsuniversell oder in der Form, wie sie dann in der relationalen Algebra formuliert worden ist. Das ist also weniger. Da kann man eben nicht alles mit berechnen, was man mit Turing-Maschinen machen könnte. Aber XQuery und XSLT sind berechenbarkeitsuniversell. Und das Kriterium ist immer, man muss entweder man hat Schleifen, While-Schleifen, bei denen man nicht von vornherein weiß, wie oft die ausgeführt werden. Also die Bedingungen, nach denen diese Schleifen getestet werden, die Werte für diese Tests, die ändern sich ständig durch den Schleifendurchgang auch und deswegen kann man das nicht vorhersehen. Oder man hat Rekursion mit Fallunterscheidung für den rekursiven Abbruch. Das sind also sozusagen die typischen Dinge, die man braucht, damit eine Sprache berechenbarkeitsuniversell ist. Und das hat halt XQuery. Die Flower-Ausdrücke für sich alleine, die wären nicht berechenbarkeitsuniversell, genauso wie auch SQL für sich alleine nicht berechenbarkeitsuniversell ist. Aber weil man eben die Möglichkeit hat, eigene Funktionen zu definieren, die dann auch sich rekursiv wieder aufrufen können, hat man die Berechenbarkeitsuniversalität dafür. Ja? Also letztendlich heißt das nur, dass es eine Programmiersprache, die so mächtig ist, wie eine Programmiersprache nur sein kann, gemessen an diesen Modellen. Ja? So, und berechenbarkeitsuniversell und Turing-universell, das ist äquivalent Turing, weil der eben sehr intensiv involviert war in die Formalisierung dieser Begriffe. So, dann Join soll noch einmal erklärt werden und das mit dem Tuppel, okay. Ja, also mit dem Tuppel, da kann ich Sie schon mal drauf verweisen, dass sich eben die Reflexionen, die Antworten, die Sie da gegeben haben, da hat ja auch jemand nach Tuppeln gefragt, vielleicht waren Sie das sogar selber, die habe ich Ihnen hochgeladen nach Moodle in diesen Abschnitt unter Allgemeines Reflexion und ich habe die auch kommentiert. Da gibt es also auch Anmerkungen, Reflexionen, Woche 10. Und da habe ich mich, habe ich versucht, das nochmal genauer zu erklären. Da würde ich jetzt sagen, wir lassen diese Frage jetzt erstmal außen vor und Sie schauen, ob Sie mit der Erklärung was anfangen können. Und wenn Sie das jetzt nicht parallel machen können oder wollen, können wir da auch am Schluss dieser Sitzung nochmal drauf eingehen oder auch separat dann nochmal, können Sie mich nochmal anfragen.
Okay, gut. So, dann sind wir jetzt also bei den konkreten Aufgaben. Moodle-Test oder dann Aufgaben aus den Folien. Was wollen wir zuerst machen? Moodle-Test oder lieber die Aufgaben, wenn Sie sich kurz äußern? Moodle, Moodle, Moodle. Und dann Join noch erklären. Okay, gut. Also dann machen wir Join, dann machen wir diese Aufgaben, nach denen Sie gefragt haben, und dann machen wir auf jeden Fall noch Join, bevor wir da heute fertig sind. Ja? Okay, gut. Also dann den Moodle-Test. Ah, mein übliches Problem hier. Es wird nur schlimmer, je länger das Semester voranschreitet. Ich muss meinen Bildschirm sharen. Und jetzt habe ich Ihnen also so allgemein geschert, dass nicht nur nicht nur irgendeine Anwendung sichtbar ist, sondern alles, was ich jetzt aufmache. Also sobald Sie da jetzt irgendwie was vermissen, dann müssten Sie sich melden. Und ich gucke jetzt auch noch mal kurz, dass ich den Chat wieder vorhole. Das ist immer ein Gedöns hier mit dem. Jetzt bin ich in so einem Limbo-Zustand, wo ich nicht wirklich sehe, was Sie sehen. Aber jetzt sehe ich den Chat wieder und der bleibt jetzt hoffentlich auch offen. Gut, ja. Also wenn jetzt irgendwas passiert, letztendlich die sicherste Methode ist jetzt einfach reinrufen, dann höre ich es auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir also hier. Das waren noch die Reflexionen, über die ich gerade gesprochen habe, die gerade hier offen sind. Und dann gehen wir jetzt noch mal in den Test. Sind die Tabs hier? Woche 10. Ja, sehr gut. Und hier ist der Test. Sehr gut. Okay. Also mir war schon aufgefallen, dass ziemlich viele den Test versucht haben und dann mit ganz wenig Punkten wieder rausgegangen sind und wahrscheinlich dann aufgegeben haben. Insofern ist das, glaube ich, gut, wenn wir uns den nochmal anschauen. So. Da gab es ja zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe, das war die, die für die meiste Verwirrung gesorgt hat, leider. Das war eigentlich eine X-Pass-Aufgabe, aber ich nehme an, das ist jetzt die, die jetzt erstmal interessiert. Okay? Wenn das nicht der Fall ist, dann beschweren Sie sich gleich, dann gehe ich gleich zu der zweiten Aufgabe weiter. Aber ich nehme an, dieses hier war das, was Sie wissen wollten. Und was ich da auch gleich zu sagen kann, die Bewertung dieses Tests, sie war richtig programmiert. Es war dann nur, wenn Sie nicht die volle Punktzahl hatten, dann haben Sie sozusagen so eine globale Musterlösung angeboten gekriegt und die war falsch. Die hatten wir nicht aktualisiert, also als ich gesehen habe, dass der Test, so wie er ursprünglich aufgesetzt war, noch Fehler hatte, bevor wir ihn publiziert haben. Da habe ich halt nicht gewusst, dass es diese Musterlösung auch noch gibt und die ist dann halt im alten Zustand geblieben. Und das hat dann natürlich für Verwirrung gesorgt. Aber die Aufgaben selber wurden richtig bewertet von Ihnen. So, jetzt, was soll man hier machen? Also da ist jetzt dieses Dokument mit den Knotennummern dran, so wie das dann also auch bei irgendeiner Repräsentation von dem XDM dann nützlich ist. Und jetzt sind hier diese X-Path-Ausdrücke und jeweils ein Kontextknoten. Und man soll also jetzt angeben, in welchem Sinne, was das Ergebnis ist. Das heißt, man soll angeben, welche Knoten jetzt hier im Ergebnis vorkommen, dass die Ergebnissequenz ist. So. Und der Kontextknoten, der wandert jetzt. Also in dem ersten Fall ist es hier der Knoten 2. Und wir gucken diesen Ausdruck an. Ja? Das heißt, Sie sollen gucken, der aktuelle Knotenpunkt, für den soll dieser Test zutreffen. Das heißt, das Attribut cut soll den Wert ch haben. Und wenn
der aktuelle Knoten diesen Knotentest besteht, dann geht man in den nächsten Schritt und da soll dann der Kindknoten hier angeguckt werden. Ja? Das heißt also hier, das Ergebnis wird dann dieser Kindknoten hier sein, vorausgesetzt am Anfang ist der Test überhaupt bestanden. Das heißt also, in dem Fall haben wir das als Kontextknoten. Dann haben wir hier tatsächlich das Attribut cut gleich ch. Das heißt, dieser Kontextknoten besteht diesen Test. Und das Kind hier davon ist dann der Knoten 6. So, das heißt, da oben muss der Knoten 6 rein. So. Und der zweite Ausdruck, der ist jetzt praktisch analog, nur dass man von dem Kontextknoten 8 ausgeht. Und das ist jetzt halt dieses andere Book-Element. Und da gibt es zwar auch das Attribut cut, aber das hat den Wert web. Also das heißt, dieser Test hier wird nicht bestanden. Und danach ist an dieser Stelle von diesem Step das Ergebnis schon die leere Sequenz. Und die kann dann natürlich auch nicht voller werden, dass man dann noch einen nächsten Schritt hinten dran hängt. Das heißt, hier hat man tatsächlich dann die leere Sequenz als Ergebnis. Okay. Ich habe den Chat wieder verloren und irgendwie. Fühle ich mich jetzt gerade ein bisschen unwohl, dass ich das jetzt einfach alles so herbete und nicht wirklich weiß, wie Sie darauf reagieren. Ich mache jetzt mal bei der nächsten Bearbeitung, da lasse ich Sie mal reinrufen, wenn jemand möchte. Ja? Also dieser Ausdruck hier hat jetzt den Kontextknoten 1, hier oben dieses Books-Element und dann wird dieser Ausdruck hier bearbeitet. Mag jemand reinrufen, was das Ergebnis ist? Also den Chat sehe ich jetzt im Moment nicht. Reinschreiben. Macht deswegen. 6 und 12. 6 und 12. Warum denken Sie das? Ja, weil das Year. Ja. Ja, okay. Also vielleicht können wir diese beiden hier zusammen betrachten, diese beiden Fälle. Der Kontextknoten ist 1 oder der Kontextknoten ist 0. Ja? Weil was heißt das hier, wenn der Ausdruck mit Books anfängt? Dann heißt das von dem Kontextknoten aus, was ist die Achse, die betrachtet wird? Man geht auf die Kindachse. Ja, also dieses Books ist äquivalent zu Child Doppelpunkt Doppelpunkt Books. Und dieser Schritt wird jetzt hier von dem Kontextknoten 1 aus ausgeführt. Ja, und der Knoten 1 selber, der heißt Books, der hat den Namen Books, aber die Kinder natürlich heißen nicht Books. Das heißt, von 1 aus gesehen hier kommt da gleich hier am Anfang bei dem ersten Step schon die leere Sequenz raus. Ist das einsichtig? Das ist ein bisschen gemein. Also als Aufgabe, da muss man schon genau hingucken. Aber ich habe es Ihnen insofern nahegelegt, dass da was sein könnte, weil ich beide für beide Kontextknoten diesen Ausdruck betrachtet habe. Ja? Denn wenn 0 der Kontextknoten ist, von dem man ausgeht, dann kommt man mit der Child-Achse tatsächlich hier auf diesen Knoten Books. Dann hat man also im ersten Schritt das Ergebnis Knoten 1 kommt raus und von dem kann man dann in mehreren Schritten gucken, was gibt es denn da für Years drunter, also in einem Schritt, aber in mehreren, über mehrere Etagen hinweg mit diesem Slash, Slash und dann findet man tatsächlich 6 und 12. Ja? Ja. Ja, okay. Kannst du noch einmal kurz erklären, was die zwei Slashes bedeuten, also was die genau machen? Ja, genau. Das kann ich gerne machen. Jetzt gucken wir noch hier. Achso, nee, gerade falsch. Das ist auch immer so ein bisschen spooky, wo das Zeug verschwindet, wenn man es wegtut. Aber das funktioniert so. Also die leere Sequenz hierhin und 6. 6 und 12 hierhin. Ja, so, genau. Also das haben wir dann erstmal festgehalten. Und was heißt Slash, Slash? Das ist
eine Abkürzung dafür, ja, jetzt gucke ich doch mal, wenn ich das sage, ich gucke doch mal auf den Chat. Ich glaube, der macht mir den Chat immer hier wieder weg, wenn ich was in dem Fenster eintrage. Aber jetzt schreibe ich es mal rein. Also das hier ist die Abkürzung für die Achse Descendant or Self. Die Achse und der Knotentest ist dann praktisch die Nullnummer, der von jedem Knoten bestanden wird. Also der Nottest. Ja, das ist die Abkürzung. Achso, das sehen Sie jetzt noch nicht. Ich habe es noch nicht abgeschickt. So. Ja. Das heißt also, wenn man das jetzt hier vollständig expandiert, in dem Fall zum Beispiel Books, da ist man jetzt bei diesem Knoten, der Books heißt, und dann geht man auf die Achse Descendant or Self, also wenn ich das hier oben angucke, das hier ist Books, und die Achse Descendant or Self, die beinhaltet jetzt alle Knoten, die da drunter sind, einschließlich des Knotens Books, ja? Und es ist kein besonderer Knotentest damit verbunden, also ist alle diese Knoten bestehen den Test. Die einzigen Attribute, die einzigen Knoten, die nicht auf dieser Achse sind, sind die Attributknoten, weil die gehören nicht zu der Descendant-Achse, die gehören ja nicht sozusagen in diese Hierarchie rein, sondern sind nur attributiert zu Knoten, die in der Hierarchie sind. Okay? So, das heißt also, das Ergebnis nach dem Slash-Slash, wenn man das vom Kontext Knoten 1 aus auswertet, sind alle diese Knoten hier in dem Baum, bis auf die Attributknoten, die bleiben draußen. Ja? Und von denen geht man jetzt weiter und guckt, was sind denn da die hier Kinder von diesen Knoten. Und deswegen kommt man dann als Ergebnis zu 6 und 12. Überzeugt nur ein Slash da wäre es nur ein Schritt in der Hierarchie nach unten? Genau, ein Slash ist einfach nur, ein Slash heißt nur, ein weiterer Step wird jetzt bearbeitet. Okay. Das ist gefährlich zu denken, ein Schritt in der Hierarchie. Also nicht, der Slash heißt nicht automatisch Kindachse. Kindachse heißt nur, wenn dann wirklich die Kindachse implizit wenigstens da ist. Ja? Also wenn wir Books einfach einen Slash hier gehabt hätten, dann hätte man von Books aus geguckt, hat der hier Kinder, hat der nicht, also leeres Ergebnis. Okay? Ja. So. Aber können Sie noch einmal kurz erklären, warum das genau mit dem Kontextknoten 1 leer ist? Das habe ich nämlich noch nicht ganz verstanden. Ja, okay, klar. Also von Books angefangen, wenn das hier der Kontextknoten ist, dann wird ja als erstes hier dieser Schritt ausgewertet. Ja? Mhm. Und von dem Kontextknoten muss man jetzt praktisch die Kindachse angucken, weil die Kindachse, irgendeine Achse ist immer da, wenn keine explizit dasteht, ist es die Kindachse. Das heißt, man guckt auf der Kindachse jetzt nach Elementen namens Book. Und auf der Kindachse von Books gibt es eben kein Books-Kind. Da okay, also wenn dann statt Book da jetzt Books stehen würde, wäre es okay, sozusagen. Dann würde... Ja, dann wenn da Book stehen würde, genau, dann wären diese beiden das Ergebnis und dann würde man die okay. Jahre rauskriegen, wie vorher auch. Ich habe auch eine Frage. Ja, danke. Ja, okay, gut. Also dann, ja, gerne. Wenn jetzt bei dem dritten Ausdruck vor Books ein Doppelslash wäre, wäre es dann auch 6 und 12 als Ergebnissequenz? Ja, das wäre dann auch so, weil dann hätte man ja, wenn der Doppelslash da steht, dann würde man ja auf jeden Fall zu diesem virtuellen Dokumentenknoten 0 springen, ja, also das wäre dann, und von da aus würde man dann gucken, alle Ebenen nach unten, also davon die Descendant or Self-Achse von dem Kontextknoten aus gesehen, die wäre dann ja sogar alle Knoten einschließlich dieses Wurzelknotens, ja,
Und von dem kommt man dann mit Child Books dann zu diesem Knoten. Ich hätte auch noch eine Frage. Ja. Und zwar, Sie meinten, dass wenn kein Strich vorne ist, dann ist es also nicht automatisch die Child-Achse. Aber welche Achse könnte das sonst sein? Also das verstehe ich nicht ganz. Also Sie meinen jetzt in so einer Situation wie in der zweiten Zeile? Nee, wie bei dem, was wir danach gemacht haben, mit der Lernsequenz oder ja. 6 Books hier. Ja. Da ist kein Strich vor dem Books. Und Sie meinen, es muss nicht die Child-Achse sein, dass man nicht nur, also ich habe das so verstanden, dass man eben dann eben die Child-Achse runtergeht, also ein Step. Ja. Und Sie meinten, es muss nicht wirklich die Child-Achse sein. Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Das war nicht genau der Kontext zu dem, in dem ich das gesagt habe, oder hoffentlich jedenfalls nicht. Ich habe das in dem Kontext von solchen Ausdrücken gesagt. Was bedeutet der Slash? Der Slash bedeutet nur, zwei Steps werden voneinander getrennt. Und die Achse, in der man dann geht, die ist dann durch den nächsten Step definiert. Und wenn da also keine explizite Achse ist, ist es die Child-Achse. Und wenn dann eine explizite Achse steht, so wie meinetwegen Parent oder Self oder Attribute oder sonst was, dann ist es halt eine andere Achse, in die man geht. Okay. Ja, verstehen Sie? Ich wollte, es ist ein Missverständnis, was ich oft festgestellt habe, ist, dass Leute denken, Slash heißt immer, ich gehe weiter nach unten. Ja? Und das stimmt eben nicht. Slash heißt nur, ich mache einen nächsten Schritt, und in welche Richtung dieser Schritt geht, das hängt eben davon ab, wie dieser Schritt beschrieben ist. Also es sieht dann oft so aus, als wenn das automatisch so wäre, weil das auch die gängigsten Beispiele sind, aber es ist eben nur dann wirklich gemeint, ich gehe einen Schritt zur Kindachse, wenn hier keine andere Achse steht. Also es ist einfach so der Default sozusagen, dass man... Ja, das ist der Default, und der Slash selber, der sagt eigentlich noch gar nichts darüber, dass man jetzt in irgendeine Richtung geht, sondern der sagt nur hier, der eine Schritt ist abgeschlossen und jetzt kommt der nächste. Okay, super, danke. Ja, also das ist ein bisschen vielleicht missverständlich oder erscheint Ihnen unnötig, wenn Sie dieses Missverständnis, auf das ich mich jetzt bezogen habe, nicht haben. Ja. Aber deswegen, weil ich eben weiß, dass viele dieses Missverständnis haben, deswegen habe ich da ein bisschen drauf rumgeritten. Okay. Gibt es jetzt noch Fragen dazu oder sollen wir weitermachen? Keiner reinruft, machen wir mal weiter. Da haben wir jetzt den Kontextknoten 2, also dieses Book wieder. Leider sieht man jetzt kaum noch alles auf einmal. So geht es noch so gerade. Gut, und der Ausdruck sagt jetzt also Achse Ancestor, Stern mit Knotentest und dann runter zu all den Hears. Mit Descendant or Self. Was kommt denn da jetzt raus? Was ist Ihre Hypothese? Ich sehe den Chat noch, wenn es jemand reinschreiben will, sonst reinrufen bitte. Okay, wenn es niemand sagen, 6 und 12, ja genau, das ist richtig. Ja? Und können Sie auch erklären, warum es 6 und 12 ist? Höre ich jetzt nichts. Also vom Kontextknoten 2 ausgehend, soll man ja jetzt erstmal die Ancestor-Achse angucken. Welche Knoten sind auf der Ancestor-Achse? 1 und 0 darüber, ja? Und dann soll man von denen die benannten Knoten angucken. Das ist dann also nur 1. 0 ist nicht benannt.
Und das Stern steht hier für benannte Knoten. So, und das heißt, wir sind wieder bei unserem Knoten 1, nachdem wir diesen ersten Step abgearbeitet haben. Und dann machen wir das Gleiche, was wir auch vorher gemacht haben. Von 0 aus sind wir mit dem Books bei 1 gelandet. Das heißt, dann mit dem // kriegt man wieder diese beiden Jahre 6 und 12 raus. Okay? Gut, also solange ich keine Proteste höre, nehme ich an, dass Sie einverstanden sind. So, und jetzt haben wir den Kontextknoten 4. Das ist also hier dieser Außerknoten. Und dann gehen wir aber erstmal mit dem Slash sowieso zu diesem Document-Knoten, zu dem Knoten 0. Das heißt also, eigentlich ist es jetzt hier für diesen Ausdruck, für die Auswertung vollkommen egal, was ich Ihnen als Kontextknoten angegeben habe. Ich habe versucht, irgendwas zu nehmen, was Sie vielleicht ein bisschen verwirrt. Das ist wirklich, sobald Sie sehen, das fängt mit Slash an, können Sie diese Information, Kontextknoten, vergessen. Ja? So. Und dann soll man jetzt von dem Document Node, von dem Knoten 0, in dem ersten Schritt, der erste Schritt ist also Books, das heißt Kindachse und Knoten Books angucken. Das heißt, das Ergebnis ist natürlich hier dieser eine Knoten 1 von diesem Schritt. So, und der nächste Schritt, der sagt dann wieder Kindachse Book, also man soll jetzt zu den Büchern gehen, aber da hat man dann einen Positionstest, dass man sagt also von den Büchern das zweite, das was an zweiter Position steht, ja. Also mit Book alleine würde man natürlich die Knoten 2 und 8 bekommen. Und der zweite von denen ist eben der Knoten 8. Das ist also Book. Das ist also dann das Ergebnis von diesem Zwischenschritt. Und dann geht man in dem nächsten Schritt wieder auf die Kindachse und guckt die Knoten namens hier an. Da hat man dann natürlich nur diesen einen. Das ist also der Knoten 12, der da als Ergebnis rauskommt. Und dann geht man in dem letzten Schritt nochmal auf die Kindachse und gibt den Knoten aus, egal was es für ein Typ ist. Ja? Und das ist dann halt dieser Textknoten, der Knoten 13. Ich hätte jetzt also auch hier sagen können, ist der Node, ist Text, als, Text in, mit runden Klammern als Knotentest. So, das heißt, das hier wäre jetzt das Ergebnis. Okay. Alles klar damit? So. Und jetzt bin ich ganz sicher, dass das die richtige Lösung ist. Und ich würde die jetzt aber nicht submitten, sondern ich würde noch gucken, ob ich würde noch einen Fehler reinmachen, damit Sie diese selbe Lösung sehen, die Sie möglicherweise verwirrt hat. Ja? Also tun wir mal hier den Knoten 6 raus und diese Musterlösung, die hatte ursprünglich gesagt, da oben wäre 2 richtig. Machen wir mal wirklich 2 rein hier, so zu sehen, was jetzt passiert. Jetzt würde ich gerne diesen abschicken wollen. Gut, also der sagt jetzt tatsächlich, diese Antwort ist nur teilweise richtig und ich habe Ihnen jetzt sozusagen die Musterlösung einfach textuell nochmal geändert. Ja? Vorher war da war hier ein Bild und da stand dann, dass hier oben die 2 richtig wäre. Das ist sie aber nicht, die wird als falsch angesehen. Deswegen alles andere, was hier in der Musterlösung steht, stimmt ja mit dem überein, was wir gemacht haben. Nur diese erste 2, die wir da beantwortet haben, wird wirklich als falsch anerkannt. Ja? Ist das... Bitte? Ja. Können Sie vielleicht noch kurz einmal sagen, was die eckige Klammer macht mit der 2, bei Book 2? Ja, klar. Also in eckigen Klammern macht man ja immer noch einen zusätzlichen Test. Ein Prädikat wird da reingeschrieben. Ja?
Und das heißt, da wird immer von den Knoten, die bisher als Ergebnis vorher noch im Spiel sind, ja, wird also dieser Test angewendet. Und das ist normalerweise ein Boolscher Wert, den man dann erwartet. Ja? Und wenn da aber 2 steht, dann heißt das, man nur die Knoten, die an Position 2 sind, die bestehen diesen Test. Ja? Also in dem Fall wären ja jetzt als mögliche Ergebnisse, solange man hier das in den eckigen Klammern noch nicht angeguckt hat, also nur das Books und Book mit dem Slash davor, hätte man ja noch diese beiden Bücher im Spiel, 2 und 8. Genau. Ja? Und das Prädikat, das sagt jetzt nur von denen das zweite. Das soll noch bestehen. Weil da ist schon eine, also Book 2 wäre dann an Position 1 an der Stelle. Ja, das ist jetzt ein bisschen irreführend. Dieser Knoten, der ist an Stelle 1 und hat die Nummer 2. Ja, das, ja, aber, das verstehe ich schon. Und dieser hier ist an der zweiten Position und hat die Nummer 8. Also der mit der Nummer 8, der würde diesen Test überleben und der andere nicht. Okay, kann man sich also merken, man liest das dann von links nach rechts sozusagen, wenn man mehrere hat. Ja, man hat, genau, man hat ja man von links nach rechts oder von oben nach unten, je nachdem auf welcher Achse man gerade ist. Also die Knoten, die getestet werden, die sind in einer bestimmten Reihenfolge gegeben. Ja? Und dann nimmt man den an der entsprechenden Position, nur wenn man da sowas in eckigen Klammern hat. Okay, verstanden. Ja? Okay. Ja. Gut. Ich hätte auch eine Frage. Ja. Ja. Bei dem letzten Ausdruck, wenn man jetzt statt Node ein Sternchen machen würde, würde es ja bedeuten, dass man nur eine benannte Knoten benutzen darf. Ganz richtig. Und dann würde die Sequenz leer sein, weil wir nur einen Text hätten, oder? Genau. Okay, passt. Das hier hat, genau. Und es gab dann nochmal eine andere Frage auch. Es hat sich aber, glaube ich, hoffentlich durch die Forumsdiskussion geklärt. Sollte das Ergebnis, wenn das jetzt zum Beispiel hier ist, sollte man dann nicht 6 und 7 angeben oder 12 und 13 sozusagen den Knoten mit seinem Inhalt. Ja? Und das ist eben nicht so. Man guckt nur auf die Knoten selber und an denen hängt dann natürlich irgendwo noch ein Inhalt dran. Man kann dann zu diesem Inhalt auch hin navigieren, aber in der Sequenz erstmal ist nur dieser Knoten mit dieser Nummer. Ja, es ist hoffentlich ein Problem, was keiner von Ihnen gehabt hat. Sonst ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Okay, dann sind wir jetzt hier mit der Aufgabe durch. Und was ist mit der nächsten? Soll ich die auch erklären oder ist das klar gewesen? Ja, gerne noch erklären. Ja, auch erklären. Gut, dann müssen wir eben gucken, in welchem Modus ich jetzt hier wieder bin. Dann machen wir den auch nochmal echt als Test. Und gehen jetzt gleich zu der zweiten Aufgabe. So, okay. Gut, also hier hat man ja jetzt 2 Vorklauseln. Und das A geht also von 1 bis 3 und das B geht jetzt für jedes A einmal von 1 bis 200. Ja? Und dann wird für jedes von diesen Ergebnissen wird halt dieses, also für jede Kombination von Werten für A und B wird jetzt dann ausgegeben, das Element X und dann da drin etwas, was wie ein X-Pass-Ausdruck aussieht, aber wo keine geschweiften Klammern drum stehen. Ja? Das heißt, das hier ist eigentlich nur ein ganz normaler Text in einem XML-Dokument, in einem XML-Container oder innerhalb von einem XML-Element. So, und wenn man also erstmal gucken will, wie oft kommt jetzt das X selber vor, das ist dann jetzt also 600 Mal, ja, weil für A gleich 1 und B gleich 1 bis 2, 3, 4 bis 200 hat man also 200 Wertekombinationen von A und B und für A gleich 2 dann nochmal und für A gleich 3 nochmal und für jede von diesen Wertekombinationen von A und B wird jetzt dieses Ding hier einmal ausgegeben. Ja? Das ist auch
dann vielleicht doch nochmal ein guter Anlass, um über diese Tuppel zu sprechen, wenn Sie das möchten. Also hier, dieses Ergebnis ist erstmal 600, so oft kommt das X vor. Ist das erstmal einsichtig? Gibt's? Ja. Ja, gut, okay, gut, alles klar. So, und jetzt ist das zweite Mal, die zweite Frage ist jetzt, wie oft kommt jetzt das Sternchen vor in dieser Ausgabe? Und da ist das halt so, dass praktisch in jedem X zwei Sternchen vorkommen in der Ausgabe, weil das ja nur reiner Text ist und nicht ausgewertet wird. Ja? Okay, das heißt also, in jedem X kommen zweimal Sternchen vor. Wenn wir also 600 mal X haben, haben wir dann 1200 Sternchen. Okay? Könnten Sie das nochmal mit den Tuppeln und diesen zwei Vorschleifen nochmal erklären? Genau, das erkläre ich jetzt dann nochmal. Und diese beiden Vorschleifen sind hier identisch. Es wird vielleicht dann noch klarer nachher bei dieser zweiten Aufgabe, wo dieser Ausdruck dann ja wirklich ausgewertet werden soll. Da haben wir ja die geschweiften Klammern dann wirklich in der Mitte auch nochmal. Ne? Aber egal. Was macht so eine Vorklausel? Es gibt da diese Idee der Tuppel, und Tuppel ist da einfach ein anderes Wort für Folge oder Sequenz oder Reihe oder was auch immer, umgangssprachlich. Ich wollte halt Folge oder Sequenz nicht hernehmen, weil das ja im Sinne von XDM auch noch eine andere Bedeutung hat. Und der Begriff Tuppel wird tatsächlich auch im XQuery-Standard verwendet, also deswegen. Also das erste For, das kreiert jetzt ein Tuppel mit drei Einträgen, und jeder Eintrag ist eine Variablenbelegung oder eine Variablenbindung. Ja, das heißt, in dem ersten Eintrag steht $a gleich 1 und in dem zweiten Eintrag steht $a gleich 2 und in dem dritten Eintrag steht $a gleich 3. Ich schreibe das jetzt auch in den, wird $a auch nicht ausgewertet. Also hier in dem Fall wird gar nichts ausgewertet, weil das für XQuery einfach wie Text aussieht. Ja? Der guckt das gar nicht durch seine Brille, hier ist ein Ausdruck, den ich auswerten kann, an. Der sagt einfach, okay, da ist ein Dollarzeichen als Textzeichen. Okay, also nichts davon wird ausgewertet, wenn die geschweiften Klammern nicht gegeben sind. So, jetzt schreibe ich das mit den Tuppeln also nochmal hin. Das Tuppel würde jetzt also so aussehen, $a gleich 1, das wäre der erste Eintrag. Ich weiß, dass Sie es jetzt noch nicht sehen. Oder sehen Sie das jetzt, weil ich den Bildschirm gestört habe? Nein, okay, gut. Also ich schicke es dann gleich ab. Dann sehen Sie es, $a gleich 2 und $a gleich 3. So, jetzt sehen Sie es. Das heißt also, nur diese eine Vorklausel sozusagen, die hat die Wirkung, dass dieses Tuppel kreiert wird. $a ist 1, das ist der erste Eintrag. $a ist 2, ist der zweite Eintrag. Und $a gleich 3 ist der dritte Eintrag. Ja? So. Und die nächste Vorschleife, die würde jetzt für jedes dieser Bs, die da jetzt durchiteriert werden, und für jeden Eintrag hier in dem Tuppel auch wieder einen Wert für B dazu schreiben. Das heißt, insgesamt kriegen wir dann für jeden Eintrag, den wir hier vorher schon mal haben, würden wir dann 200 neue Einträge haben. Ja? Und die schreibe ich jetzt natürlich nicht alle hin, aber ich schreibe mal so einen Anfang dahin. Oder wir tun mal so im Moment, dass da einfach stehen würde für B, in one to two, okay? Nicht 200, sondern nur 2. Dann kann ich die komplette Tuppelentwicklung da hinschreiben. Der erste Eintrag ist also $a gleich 1 und $b ist gleich 1. Und der zweite Eintrag wäre dann $a gleich 1 und $b gleich 2. Der
dritte Eintrag wäre, ist okay, wenn ich mit dem Schreiben und dem Denken hier ein bisschen langsam, Dollar A gleich 1, dabei geht, bleibt es noch, und Dollar B gleich 3. Nee, Quatsch, ich wollte ja B nur bis 2 laufen lassen. Das heißt, dann würden wir bei A gleich 2 weitermachen und dann Dollar B gleich 1 wieder und Dollar A gleich 2, Dollar B gleich 1. Dann das gleiche nochmal mit Dollar A gleich 3. Das lasse ich jetzt mal weg. Und jetzt muss ich die Tuppel noch richtig durch Kommata trennen. So, jetzt sieht das für mich gut aus. Ich schicke es Ihnen jetzt mal. Ja, da sehen Sie jetzt das, was rausgekommen ist. Also der erste Eintrag hat jetzt Dollar A gleich 1 und Dollar B gleich 1, den ersten Wert von dem Dollar B. Dann haben wir, das Dollar A wird erstmal festgehalten, weil es die äußere Schleife ist, und dann wird Dollar B auf 2 gesetzt. Und dann ist diese innere Schleife jetzt, wenn wir also nicht bis 200 zählen, sondern nur bis 2, ist sie zu Ende. Und dann wird man die äußere Schleife um 1 weitermachen. Also dann würden praktisch für den Ausdruck, den man da vorher da drüber hatte, für Dollar A gleich 2, würden jetzt auch wieder diese beiden Kombinationen mit B gleich 1 und dann B gleich 2 sollte das zweite sein. Da habe ich mich also verschrieben. Sie sehen das jetzt nicht, wenn ich da mit dem Cursor drüber zeige, oder? Doch, das sieht man. Das sieht man? Okay, gut. Also ich kann es jetzt auch nochmal verbessern. Muss ich das erste? Achso, das zweite war dann 2. So. Ja, also so wäre es jetzt richtig rum. Okay, gut, jetzt habe ich da einen Blank rausgemacht, deswegen ist das nicht genau senkrecht untereinander, aber das tut ja nichts zur Sache. Okay? Und dann hätte man also das Gleiche auch nochmal für Dollar A gleich 3 und dann für B gleich 1 und 2. Ja? Gut, und das sind jetzt diese berüchtigten Tuppel. Das heißt also, jedes For bläht eigentlich die Tuppel nochmal auf, wenn das also mehr als über einen Wert durchiteriert. Also wenn das jetzt über 200 Werte iteriert, dann hat man statt dieser ersten 3 nur für das Dollar A, hat man dann für jedes A dann nochmal 200 neue Tuppeleinträge. Ja? Das heißt, insgesamt hat man 600 Tuppeleinträge, wenn man hiermit fertig ist, mit den beiden Vorschleifen. Okay? Ja, nein, verwirrend? Ja, danke. Okay, gut. So, und dann kommt jetzt das Return. Und das war auch eine von den Fragen. Das ist irgendwie so dieser globale und lokale Bezug, über den ich gesprochen hatte. Das Return, das wird jetzt wirklich lokal auf jeden dieser Tuppeleinträge angewendet. Ja, also für jeden Tuppeleintrag, das haben wir hier dann 6 in dem Fall oder 600 im Ernstfall hier für die vollen 200 für B, haben wir dann einen Ausdruck, der von dem Return neu beschrieben wird. Ja, das heißt also, für jedes von diesen 600 haben wir dieses X, das haben wir schon festgestellt außen, und dann auch den Inhalt von dem X, der jetzt hier in dem Fall fest verdrahteter Text ist. Deswegen also kriegt man 600 Mal diesen Ausdruck ausgewertet und das Ergebnis ist jedes Mal dasselbe. In dem Fall, das ist jedes Mal X, Local, Doppelpunkt, Rap, irgendwas mit den zwei Sternchen, die da vorkommen. Okay? Klar? Gut, A gleich 1, B als 1 ist also ein Tuppel im zweiten Beispiel, genau. Das Tuppel hat für jede, also je nachdem, wenn man jetzt also bei der zweiten Vorschleife ist, dann hat es für jede Variable, die da eingeführt wird, eine Belegung. Genau. Und wenn das jetzt ein Let gewesen wäre, das kann man ja vielleicht auch gerade mal durchspielen, wenn das zweite jetzt ein Let gewesen wäre, dann hätte man halt einfach für jedes A, was man in dem ersten Tuppel hat, dann noch einen Wert für B dazu. Dann wäre also die Zahl der Einträge in dem Tuppel nicht gewachsen. Okay?
So. Und jetzt können wir uns hier die Variante angucken, wenn jetzt dieser innere Ausdruck wirklich ausgewertet wird. Ja? Da muss man dann also gucken, diese Funktion Wrap, die hat ja zwei Argumente. Das erste ist ein String, das zweite ist eine natürliche Zahl und die wiederholt einfach den String so oft, wie diese Zahl angibt. Das stand da in der Angabe ja auch dabei. Und das ist also ein Beispiel für das, was ich Ihnen auch am Anfang gesagt habe. Also ich werde es Ihnen ein bisschen schwer machen, diese Queries auszuführen, weil diese Funktion Wrap, die gibt es gar nicht. Die müssten Sie sich dann programmieren, wenn Sie das tatsächlich einfach nur in einer Entwicklungsumgebung ausprobieren wollten, was dieses Ergebnis ergibt. Und dann denke ich mir, okay, wenn Sie das können, dann können Sie auch diese Frage beantworten, ohne dass Sie sozusagen sich das in der Umgebung vorrechnen lassen müssen. Gut. Also gut, hier hat sich ja nichts geändert. Die Zahl der X'er, die bleibt. Das, was sich jetzt ändert, ist, dass der Inhalt hier ausgewertet wird. Und was ist jetzt hier die Auswertung von diesem Ausdruck? Das heißt, das Sternchen wird jetzt abhängig davon, wie groß das A ist, mehrfach hintereinander ausgegeben. Ja? Also für das A gleich 1 wird das Sternchen zweimal ausgegeben. Und für das A gleich 2 wird das Sternchen viermal ausgegeben. Und für das A gleich 3 wird es 6-mal ausgegeben. Ja? Also je nachdem, was A jetzt für einen Wert hat, haben wir 2, 4 oder 6 Sternchen. So. Für A gleich 1 wird das Ganze jetzt 200-mal wiederholt. Ja? Das heißt, wir haben 200-mal 2 Sternchen. Und für A gleich 2 wird das auch 200-mal wiederholt. Das heißt, wir haben dann 200-mal 4 Sternchen. Und dann letztes Mal für A gleich 3 wird das auch 200-mal wiederholt und wir haben dann 6 Sternchen. Also insgesamt 200-mal, wenn ich das jetzt ausklammere gedanklich, 2 plus 4 plus 6, also 12. Ja? Und das ist dann 2400. Okay. Großes Schweigen, dann nehme ich mal an, dass das okay ist. Wenn es nicht okay ist, dann haben Sie jetzt noch eine Chance zu fragen. Ansonsten würde ich das jetzt hier beenden und abgeben und hoffentlich jetzt, das hat er natürlich. Nicht richtig angeguckt, genau. Okay, das wäre richtig gewesen. Okay, ist das dann klar? Die Tuppelfrage auch befriedigend beantwortet oder ist auch noch was offen? Können Sie bei der zweiten noch einmal so ein bisschen die Schritte kurz erklären? Also ist nicht ganz klar, warum Sie jetzt einmal 200, zweimal 200 oder so, das ist ein bisschen generalisieren. Okay, gut. Herangehensweise, ich weiß nicht. Ja. Okay, also wenn wir die Tuppel da oben nochmal angucken, dann haben wir ja jetzt im Prinzip nach den beiden Vorschleifen, Dollar A ist 1, Dollar B ist 1. Dollar A ist 1, Dollar B ist 2. Dollar A ist 1 und so weiter bis Dollar B ist 200. Ja? Haben wir also schon mal nur für das Dollar A gleich 1 haben wir schon mal 200 Einträge in unserem Tuppel. Ja? Und dann haben wir die gleichen nochmal für Dollar A gleich 2, auch nochmal 200. Und dann nochmal die gleichen für Dollar A gleich 3, auch nochmal 200. Ja? Mhm. So, und für jeden dieser Einträge, dieser 600 Tuppeleinträge, wird jetzt einmal das Return ausgeführt. Und wenn wir das jetzt also in diesem unteren Beispiel angucken, dann heißt das, ich produziere jetzt hier ein X und da drin sind jetzt Sternchen, deren Anzahl von dem Dollar A abhängt. Die hängt nicht mehr von dem Dollar B ab. Ja? Mhm. Also das, was ich hier ausgebe, ist also für Dollar A gleich 1, heißt das 2 Sternchen.
Okay, ja. Ja, das gebe ich also für die ersten 200 Tuppel, gebe ich jeweils 2 Sternchen aus. Mhm, wegen Dollar B. Weil das wegen Dollar B. Wir haben ja diese 200 Tuppel und für jedes wird dieses Return einmal angeguckt, also 200 Tuppel Einträge. Und für jedes wird dieses Return einmal angewendet. Und für jedes von den ersten 200 ist das Dollar A auf 1 gesetzt und das Dollar B spielt in dem Ausdruck keine Rolle. Ja? Mhm. Also habe ich 200 mal den Wert, der sich für Dollar A gleich 1 ergeben würde. Also 200 mal 2 Sternchen. Ne? Und für den nächsten Block sozusagen von Tuppeleinträgen, wo das Dollar B jetzt wieder alles durchläuft von 1 bis 200 und über das Dollar A fest auf 2 gesetzt ist, habe ich dann jeweils 4 Sternchen. Noch klar? Ja, soweit, ja. Ja, genau, das heißt, ich habe... Also dieser Stern in den Gänsefüßchen steht für die 200, oder? Der Stern, hier wird eine Funktion angewendet und die hat zwei Argumente, ja? Und das erste Argument ist ein String, in dem Fall der String, der nur aus Sternen besteht. Und das zweite Argument ist eine Zahl, die sich jetzt hier dynamisch ergibt. Ja? Aber woher weiß ich, dass das B da überhaupt in dieser Funktion eine Rolle spielt? Weil da ist ja nur Dollar A und ja, das zwei. B spielt eben keine Rolle. Das, Sie rechnen es halt, ja immer mal 200. Ja, genau, weil ich 200 Tuppeleinträge habe am Anfang, für die Dollar A gleich 1 ist. Ja? Mhm. Und für jedes von diesen Tuppeleinträgen muss ich das Return bilden. Das Return, ich weiß nicht, das ist wie so ein Bang-Operator. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen aus anderen Programmiersprachen. Ja? Das wird einfach für jede Variablenkombination, die jetzt hier in so einem Tuppeleintrag angegeben ist, einmal ausgeführt. Ah, okay. Ja, und da habe ich diese sozusagen, ich habe halt diesen ganzen Ballast, diese ganzen doppelten Einträge, wo sich nur das Dollar B ändert. Und das Einzige, was das beiträgt dazu, ist, dass immer wieder diese Ausgabe produziert wird. Aber die Ausgabe ist nur von dem Dollar A abhängig, jetzt in diesem Beispiel. Okay, ja. Ja, genau. Ja. So. Das heißt, wir haben, genau, jemand hat es dann schon ausgerechnet. Genau. 200 mal 2 Sternchen und dann 200 mal 4 Sternchen und 200 mal 6 Sternchen. Okay, und das sind also dann 2400 Sternchen, das ist dann klar. Und Sterne stehen in dem Fall eigentlich für Tupel, kann man sich so auch vorstellen vielleicht, oder? Nein. Okay. Sterne stehen genau für dieses Zeichen hier, was ich hier immer wiederhole. Okay. Ja? Ja. Wenn ich da jetzt ein Plus geschrieben hätte, dann hätte ich halt 2400 mal ein Plus gehabt oder ein Dollarzeichen. Oder, ja, es sind alles so gefährliche Zeichen hier im XML-Kontext, aber sagen wir mal, ich hätte da einen Buchstaben X eingegeben. Ja? Und der wäre dann entsprechend wiederholt worden. Das liegt daran, weil diese Funktion hier immer wieder ausgewertet wird mit dem Eingabestring und dem Wert. Ja. Ja? Und der läuft so lange bis zur 3. Deshalb. Ja, genau. Das Dollar A läuft von 1 bis 3. Und für jedes Dollar A, erstmal für 1 und dann für 2 und dann für 3, haben wir 200 mal einen Wert für Dollar B, der uns der uns für den Ausdruck selber nichts bringt, aber der was für die Wiederholung bringt. Weil jedes B gibt einen neuen Tuppeleintrag sozusagen. Okay? Ja, okay. Gut. So. Und dann kommt jetzt noch hier eine Bemerkung. Die Bedingung ist Dollar A mal 2. Da würde ich jetzt nur Issue haben sozusagen mit diesem Wort Bedingung. Also diese Zahl, die hier als zweites Argument steht in diesem Funktionsaufruf, die angibt, wie oft das wiederholt werden soll, die ist Dollar A mal 2. Ja? Okay? Okay, das Argument. Ja, genau. Okay, gut. Haben wir es dann? Noch eine syntaktische Frage. Ja. Und zwar muss es, weil das Dollar A 2
Weil da keine geschweiften Klammern drum sind. Ist das, weil es ein Funktionsaufruf ist? Ist da dann unnötig? Die geschweifte Klammer ist um das ganze Ding. Ja? Ah, okay. Und das heißt, alles da drin ist ein X-Path oder ein X-Query-Ausdruck. Ja? Und das ist dann halt ein Funktionsaufruf, eine X-Path-Funktion, eine selbstprogrammierte mit den Klammern drum und dann den Argumenten. Okay, danke. Ja? Okay. Also diese Klammern, die gelten für den ganzen Ausdruck natürlich. Und wenn man den Ausdruck aufsplitten würde und da irgendwie die Klammern dann nochmal nur für Teile setzt, dann würde das auch nicht richtig verstanden werden, ja. Man kann nur mit den, ja, also wenn man jetzt in so einem Ausdruck, der ausgewertet werden soll wieder einen XML-Code hätte, den kann man ja normalerweise dann einfach reinschreiben an bestimmten syntaktischen Stellen, dann könnte man in dem auch wieder Dinge markieren mit geschweiften Klammern. Aber es sind immer ganze X-Query-Ausdrücke, die man da dann durch die geschweiften Klammern sozusagen bestimmt, als die müssen ausgewertet werden. Die sind nicht einfach nur Textinhalt. Okay? Okay. Gut, alles klar. Dann sind wir jetzt mit dem Test durch. Und jetzt gucken wir nochmal, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es jetzt ist. Ah, ich muss ja 3:45 oder irgendwie sowas sein. Okay, gut. Dann würde ich jetzt noch anbieten, diese Codestücke aus den Folien zu erklären, wenn das noch gewünscht wird. Das mit dem Tuppel hat sich jetzt hoffentlich geklärt. Okay? Gut, also dann gucken wir mal. Das ist dann der Foliensatz C, Seite 3. Das gucke ich jetzt mal hier auf meinen lokalen Folien an. Ah. Ach, komme ich da jetzt am besten hin? Woche 10, Foliensatz C, Seite 3. Okay, das ist jetzt genau das, was hier angezeigt wird, okay? So, und das ist jetzt ein Beispiel für eine einfache Query. Also die allereinfachsten Queries, die hatten wir ja auf der Folie davor. Das waren praktisch die XPath-Ausdrücke. Und jetzt ist der zweite Fall, dass man praktisch einen XML-Ausdruck hat. Das ist also irgendwie ein beliebiger XML-Code. Und in denen können dann weitere X-Queries eingebettet werden, so wie wir das eben an dem Beispiel auch hatten. Dann muss man die halt durch geschweifte Klammern kenntlich machen. Ja? Also hier syntaktisch haben wir hier einen XML-Ausdruck. Das äußerste Element ist Summary. Und da drin haben wir dann die Elemente Book Count und Average Rating und Average Ratings per Book. Und die Werte, die da eingesetzt werden sollen, die werden berechnet über XPath-Ausdrücke. Ja? Und wir sind da in dem Kontext von dem BookClub-Beispiel. Das heißt also, diese Variable $BookClub, die ist jetzt gesetzt auf diese Datei, praktisch auf den Document-Knoten von dieser Datei. Und dieser Ausdruck, der jetzt hier ausgewertet werden soll, der zählt jetzt bestimmte Elemente. Also hier ist die Count-Funktion, da ist die runde Klammer, die aufgeht und die runde Klammer, die zugeht. Ja, hier ist ein bisschen winzig für meine Augen. Okay, hier geht die runde Klammer zu. Und jetzt werden halt bestimmte Elemente gezählt und das ist jetzt innerhalb von BookClub alle Book-Elemente. Okay? Das heißt, das Ergebnis, was wir hier erwarten, ist dann innerhalb von BookClub die Zahl der Book-Elemente
in dieser Datei. 22 sind das. Dann haben wir für Average Rating haben wir jetzt einen anderen eingebetteten XPath-Ausdruck. Das ist jetzt die Average-Funktion. Und die Average-Funktion, die nimmt als Argument halt eine Sequenz von Zahlen und rechnet von denen den Mittelwert aus. Ja? Das ist also eine relativ mächtige XPath-Funktion, die man nicht noch selber mit Counts irgendwie definieren muss, sondern die sozusagen aus der Box kommt. Und da werden jetzt also von Book Club alle Rating-Angaben, die irgendwo vorhanden sind, gemittelt. Ne? Und das Dritte ist dann, wie viele Ratings gibt es denn pro Buch in dieser Datei? Und da wird gezählt, wie viele Ratings gibt es dann? Und das wird dann dividiert durch die Zahl der Bücher. Dann hat man halt die Ratings per Buch. Okay? Und wenn Sie wollen, kann ich das auch demonstrieren. Jetzt kriege ich gerade die Meldung, Internet Connection unstable. Meistens ist es dann schon vorbei, wenn ich die Meldung kriege. Also Sie hören mich noch, oder? Kein Kommentar? Ja, okay, gut. Also Sie hören mich noch. Ich kann die Query eben vorführen, wenn Sie das möchten. In dem Oxygen. Jetzt würden Sie es auch tatsächlich sehen, hoffentlich. Wo habe ich die jetzt? Hier, Skript und Materialien. Book Club Beispiel. Diesen Oxygen-Projekt. Genau. Und da habe ich jetzt hier das Book Club XML, die Datei, die Sie hier hoffentlich kennen. Und dann haben wir Book Club Summary. Das war jetzt diese Query, genau. Okay? Und da wird jetzt wenn ich die jetzt ausführe, kriege ich halt dann die entsprechenden Werte. Zum Beispiel, ich weiß auswendig, dass wir 22 Bücher haben, hatte ich eben ja auch schon gesagt. Average Rating ist relativ hoch, weil wenn überhaupt Ratings in dieser Datei angegeben wurden, dann waren sie meistens 4 oder 5. Und es gibt aber nur relativ wenige Bücher, die überhaupt ein Rating haben. Und das heißt, Average Rating per Book ist dann 1,59. Okay? Beantwortet das die Frage? Ich hoffe. Also, das war ja leider dann der Teil, der selbst in meinem wiederholten Video dann nicht mehr, das Bildschirmsharing nicht mehr funktioniert hat. Ich hatte das dann auch noch in diesen Online-Entwicklungsumgebungen gezeigt. Und ich hoffe mal, dass Sie das jetzt aber nicht mehr brauchen, dass das also so funktioniert dann für Sie. Ja? Also ich gehe jetzt dann einfach mal auf die andere Aufgabe, die da auch noch gefragt war. Das war also von dem Foliensatz E, die Seite 2. Ah, das war dieses. Ist das wirklich das, was Sie sehen wollten? Okay, da gab es, also ich meine, da war ich halt ein bisschen bequem und habe mir da jetzt irgendein Beispiel, das ich schon hatte, von irgendeinem früheren Semester hergenommen. Letztendlich wollte ich in diesem Foliensatz das mit den Tupeln erklären und da passt das Beispiel schon für, also dieses XML-Beispiel, das passt dafür. Aber diese Query hier hat eigentlich nichts damit zu tun. Ja, aber wenn Sie die jetzt tatsächlich erklärt haben wollen und es um diese Query geht, dann würde ich das jetzt nochmal kurz machen. Okay? Gut. Sie sind noch da, oder? Bin ich abgehängt? Mir passt noch alles. Okay, alles klar, gut. Das ist immer ein bisschen spooky hier. Gut, also jetzt haben wir hier ein XML-Dokument, Publications, und das hat zwei Publication-Unterelemente.
Es ist so eine Art BibTeX oder so, wo man eben den Typ dieser Publikation angibt und je nachdem, was das dann für ein Typ ist, hat man dann unterschiedliche Felder, die man weiter unten dann auch ausfüllen kann. Also ob das jetzt ein Artikel innerhalb von Proceedings ist oder ein ganzer Proceedings-Band, das hat dann etwas unterschiedliche Unterstrukturen. Aber auf jeden Fall hat man Persons, die entweder Autoren oder Editoren sind, und man hat auch Jahrangaben und Seitenangaben. So. Und hier ist jetzt in dieser Query, in dem Kontext, der jetzt eigentlich keine Rolle spielt, aber den ich trotzdem jetzt dann erkläre, wo ich es einmal aufgebracht habe, ist, wie kann man jetzt die unterschiedliche Anzahl der Seiten berechnen, die durchschnittliche Anzahl der Seiten berechnen. Also das eine hier hat 12 Seiten und das andere hat 190. Also ist die Gesamtseitenanzahl 202 und die durchschnittliche Anzahl bei 2 Büchern dann 101. Ja? Das soll also rauskommen. Und welche Query gibt dieses Ergebnis? Und da hat man einmal diesen Result-Container, in das dann das Ergebnis eingebettet ist. Und hier hat man als erstes einmal ein Let. Das Let soll jetzt also auf die Sequenz aller Pages gesetzt werden. Ja, das heißt, das $X hat dann den Wert Pages 12 und dann einmal Pages 190. Ja, also diese beiden Pages Knoten sind jetzt in dieser Sequenz drin, die dem $X zugewiesen wird. So, und was wird dann als nächstes berechnet? Die Summe aller Werte, die in dem $X vorkommen. Da muss man jetzt also wissen, wie funktioniert die Summenfunktion. Wenn die jetzt also Elementknoten hat, dann nimmt die den Textinhalt und nimmt dann von dem an, dass das ganze Zahlen sind oder reelle, ist egal, also numerische Werte, und summiert die dann auf. Ja? Und dann wird außerdem noch gezählt, wie viele Items gibt es denn jetzt in diesem $X, in dieser Sequenz, und dann wird dadurch dividiert. Das heißt also, die Summe $X wird dann tatsächlich sein 202 und die Zahl Count $X wird sein 2, und wenn man das dann dividiert, ist das Ergebnis dann tatsächlich 101. Ja? Und in dem zweiten Fall, was macht man da? Da iteriert man mit dem for durch die Pages-Elemente. Das heißt, das $X gibt dann, also in unserer Tuppelnotation, die wir jetzt haben, haben wir dann also 2 Einträge. Nämlich einmal $X gleich dieses Pages-Element mit den 12 Seiten, und in dem zweiten Tuppeleintrag haben wir dann eben $X ist Pages-Element mit 190 als Inhalt. Ja? Und dann wird gerechnet, okay, die Summe aller X, also die Summe aller Items in dem X. Und das wird jetzt aber für jeden Tuppeleintrag gemacht. Ja? Also für den ersten Tuppeleintrag kriegt man dann hier als Summe dann 12 raus. Das ist nur ein Item. Und die Zahl der Items in dem $X ist dann 1 in dem Fall. Also kommt dann als erstes mal 12 raus. Und für die Anwendung des zweiten Tuppels, das Return auf das zweite Tuppel angewendet, kommt dann also natürlich 190 raus. Das heißt also, hier in dem Ergebnis hat man praktisch diese Formel, die ja eigentlich richtig ist, dass man die Summe durch die Anzahl bilden muss, die hat man zweimal angewendet für jede dieser Zahlen 12 und 190 für sich alleine. Und dann ist eben nicht der Durchschnitt ausgerechnet worden, sondern man hat zwei einzelne Werte. Okay? Das heißt also, in diesem Fall wäre das hier wirklich die richtige Antwort gewesen. Okay? Finden Sie das
überzeugend oder gibt es da Fragen zu? Ich habe eine Frage. Ja. Ich verstehe jetzt nicht ganz, warum das erste jetzt kein Tuppel ist. Das erste, da spielen Tuppel schon auch eine Rolle, aber wir haben hier ja ein Let. Ja? Und das Let heißt nur, ich habe eine einzige Variable, $x, und deren Wert ist jetzt eine Sequenz von zwei Pages-Knoten. Von zwei Page-Knoten. Ja? Und unser Tuppel, das hat dann eben nur einen einzigen Eintrag, eine einzige Variablenbindung für $x. Und der Wert für $x in dem Fall ist dann eine Sequenz von zwei Elementen, nämlich einmal oder zwei Knoten, einmal diesen Pages-Knoten und dann einmal diesen Pages-Knoten. Okay? Ja, also das Tuppel, das jetzt hier für die Auswertung eine Rolle spielt, hat nur einen einzigen Eintrag. Und dieser Eintrag für diese Variable x, der hat als Wert eine Sequenz, die aus zwei Knoten besteht. Okay? Und auf diesen einen Tuppel-Eintrag wird dann das Return angewendet. Also das Return wird ja im Prinzip auf alle Tuppel-Einträge angewendet, die vorhanden sind. Aber in dem Fall ist eben nur ein einziges vorhanden. Und auf das wird dann dieser Ausdruck angewendet. Und der berechnet dann die Summe aller der Elemente, die jetzt in dieser Variable x vorkommen, und dividiert sie durch die Anzahl der Elemente. Ja, und die Summe hier, das ist dann tatsächlich 12 plus 190 und die Anzahl ist 2. Und dann wird nur ein einziger Wert zurückgegeben. Ja? Macht das Sinn? Also, dann versuchen nochmal auf den Chat zu gehen. Also in dem ersten Fall haben wir ein Tuppel, so wie wir das eben geschrieben haben, in runden Klammern. Und das $x hat den Wert, ich sage jetzt mal einfach P1 und P2, die Sequenz von diesen beiden Pages-Elementen. Ja? Das ist jetzt hier für diese erste Query. Da haben wir eine Let-Anweisung und das heißt, wir definieren nur ein einziges Mal diese Variable x. Da wird nichts iteriert oder wiederholt. Und diese Variable x, die hat den Wert //pages, also besteht aus einmal diesem Knoten hier, diesem Pages-Knoten mit dem Inhalt 12 und dann diesem Pages-Knoten mit dem Inhalt 190. Und statt jetzt da irgendwie die Nummern dran zu schreiben, habe ich denen jetzt mal einfach die Namen gegeben, P1 und P2. Okay? Macht das Sinn? Ja. Ja, genau. Okay. Und darauf wende ich jetzt das Return an. Das Return muss dann also nur einmal angewendet werden und berechnet dann von diesen beiden Werten da den Durchschnitt. Ja? Und in dem zweiten Fall, wenn ich da die Vorschleife habe, da sieht es nämlich anders aus. Da habe ich dann ein Tuppel mit zwei Einträgen. Und das erste sagt praktisch, $x ist gleich P1. Das zweite sagt, $x ist gleich P2. So würde das dann aussehen. Ja, da habe ich also ein Tuppel mit zwei Einträgen und für jeden dieser Einträge hat $x einen anderen Wert. Einmal den Wert hier diesen Knoten und einmal den Wert diesen Knoten mit den 190 Seiten. Okay? Und dann muss ich hier in dem Return eben diesen Ausdruck, der da steht, auf jeden dieser Einträge in dem Tuppel anwenden, also zweimal insgesamt. Und beim ersten Mal gucke ich jetzt, okay, was ist die Summe über die Variable x? Das x enthält dann ja nur diesen einen Knoten mit 12. Das heißt, die Summe ist dann 12 und count x, wie viele Elemente gibt es dann in dem x oder in dieser Sequenz ist 1. Also kommt dann 12 raus als Ergebnis. Und
bei dem zweiten Ergebnis kommt dann eben 190 raus. Ja. Also es macht halt keinen Sinn, das Average für die einzelnen Seiten auszurechnen. Man muss ja die Gesamtseitenmenge im Blick haben. Ja. Und wenn man das mit dem For sozusagen aufteilt, dass man durch diese Seitenangaben einzeln durchgeht, dann macht das irgendwie auch vom Ergebnis her schon rein logisch, macht das keinen Sinn. Und das Ergebnis, was ich dann rauskriege, in dem ersten Fall, in dem zweiten Fall ist dann also in das Value eingebettet, einmal 12. So. Und dann in das Value eingebettet, einmal 190 war die Zahl, oder? So. Ja. Also für diese zweite Query ist dann das Ergebnis eine Sequenz von zwei solchen Value-Werten, weil dieses Return zweimal angewendet wird und jedes Mal erzeugt es ein solches Value-Dokument mit irgendeiner Zahl drin. Okay. Okay, also ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn es noch nicht klar ist, nochmal was zu erklären damit. Aber solange Sie nicht schreien oder schreiben, ich sehe den Chat im Moment noch, würde ich das dann damit beenden. Okay. Gut, also. Kein Kommentar. Das heißt, danke für Ihr Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. Achso, doch noch was. Wir wollten doch noch etwas über die Joints sagen. Achso, über die Joints. Ja, stimmt. Das wollte ich noch sagen. Und es gab noch eine andere Frage zum Verständnis der Knotentests. Not ist immer wahr, Stern nur bei Element- bzw. Attributknoten und Text nur bei Textknoten. Ja, das ist wahr. Das stimmt. So, und dann, genau, ich wollte was über Joints sagen. Okay. Genau. Dann müsste ich nochmal überlegen, an welchem Beispiel. Habe ich das überhaupt irgendwo? Achso, doch hier auf diesem Foliensatz habe ich das zumindest mal behandelt. Gibt es dafür ein Beispiel? Ja. Okay. Soll ich es theoretisch erklären oder soll ich es am Beispiel erklären? Theoretisch wäre praktisch anhand dieser beiden Folien. Am Beispiel lieber. Gut, dann sehr gut. Scheinen Sie sich einig zu sein. Das war dann in dem Beispiele. Ach, Venetian Blind auch noch. Okay, gut, das halte ich mir jetzt auch noch mal vor. Müssen wir wahrscheinlich auch noch mal drauf zurückkommen. So, das ist jetzt erstmal das Projekt. Okay, das sind hier die beiden Beispiele, die wir brauchen. Okay, gut, also das Szenario hier ist so, wir haben auf der einen Seite so eine Rezeptdatenbank in XML oder eine Beschreibung von verschiedenen Rezepten und da gibt es dann Ingredients, die irgendwelche Namen und Mengenangaben haben und Zubereitungsanweisungen. Und diese Ingredients, die können auch
noch geschachtelt sein, weil man hat dann vielleicht so zusammengesetzte Ingredients, so wie hier der ganze Teig, der aus Einzelingredients nochmal besteht. So. Und die andere Datei, die wir haben, ist praktisch der Kühlschrankinhalt, der sagt, was haben wir denn in unserem Kühlschrank für Dinge. Ja? Und eine typische Join-Abfrage wäre jetzt zu gucken, mit den Dingen, die wir in dem Kühlschrank haben, welche Rezepte können wir denn damit realisieren? Okay, das wäre so eine typische Join-Anfrage, weil Join bedeutet ja grundsätzlich, man hat zwei Datenbereiche und man guckt zu den Dateninhalten aus beiden Bereichen alle möglichen Kombinationen an und dann übernimmt man die, die eine bestimmte Bedingung erfüllen. Ja? Und also eine solche Art von Abfrage, die ist jetzt hier in diesem Classical Join formuliert, die macht allerdings semantisch nicht wirklich das, was wir gerade gesagt haben, gib mir alle Rezepte aus mit all den die ich mit den Dingen in meinem Kühlschrank zubereiten kann. Aber es ist hat sozusagen ein Join-Format. Und das zeigt, dass man eben für Join typischerweise zwei Vorschleifen hat. Mit jeder dieser Schleifen geht man durch diese beiden Bereiche durch und sucht also die Dinge heraus, die man da vergleichen will. Und dann kann man mit einer Where-Bedingung dann diese Join-Bedingung formulieren. In dem Fall geht man also hier mit dem $i durch die Rezeptdatenbank und durch alle Rezepte und alle Ingredients auf irgendeiner Schachtelungstiefe und die Ingredients selber, die waren dann über das Name-Attribut gegeben. Ja, also hier in dem Eingabedokument haben wir dann nochmal, das waren die Rezepte, hier Ingredient hat halt als Attribut Name dann praktisch um welches Ingredient, das tatsächlich geht. So. Und mit der zweiten Vorschleife, $S, geht man jetzt durch alle Stuff-Elemente, die in dem Kühlschrank vorhanden sind. Ja? Und das sind jetzt praktisch zwei unabhängige Vorschleifen. Das eine geht durch die Ingredients in der Rezeptdatei, die andere geht durch die Stuff-Elemente im Kühlschrank. Und jede Kombination wird betrachtet. Ja? Also in unserer Tuppelwelt wieder haben wir dann jetzt für jede Kombination aus Ingredient und Stuff einen Eintrag. Und dann testen wir, wo ist denn jetzt hier tatsächlich Ingredient gleich Stuff? Wo ist also hier der Name von dem Ingredient identisch zu dem Stuff-Element? Ja, und nur die Variablenbelegungen bleiben dann übrig in den Tuppeln, wo also $i und $s identisch sind. So, und dann muss ich aus denen jetzt das Ergebnis wieder konstruieren. Das heißt also, für jedes von denen gehe ich jetzt von dem i aus und erzeuge dann ein Result-Element und das hat ein Recipe-Element, in das habe ich dann eingebettet den Titel des Rezepts, also das $i, das beinhaltet ja nur hier das Ingredient selber als Name und dann muss ich also von dem nach oben zu dem Rezept navigieren und von dem dann mir den Titel holen und dann kann ich das hier ausgeben. Ja? Und das Zweite, was ich ausgeben möchte, ist dann das Ingredient selber und das ist eben das $i. Oder da hätte ich auch das $s nehmen können, weil ich habe ja nur noch solche Variablenbindungen, in denen die beiden Werte identisch sind. Ja? Wenn ich das jetzt ausführe, oder vielleicht können Sie auch schon sich selber denken, was da jetzt dran fischig ist. Jetzt, ich führe es mal aus. Dann kriegen wir hier unten als Ergebnis mh,
ganz viele Kombinationen, also Rezept, Beef Parmesan und so weiter mit Ingredient Beef Cube Steak und mit Ingredient Onion Sliced into Thin Rings. Und irgendwann kriegen wir noch ein zweites Beef Parmesan. Irgendwann kommt auch als Rezept Ricotta Pie her mit den Zutaten Eggs oder dann noch Linguine Pescadore mit Olive Oil und so weiter. Dann noch dieses Wort, was ich nicht aussprechen kann als Rezept. Ja, das heißt also, das Ergebnis ist jetzt nicht das, was wir semantisch uns vorgestellt hatten. Unsere ursprüngliche Fragestellung war jetzt eigentlich eine andere. Was das Ergebnis jetzt semantisch ist, ist praktisch, Sie kriegen alle für jede Kombination von Rezept und Ding im Kühlschrank, was in dem Rezept irgendwo verlangt wird, für jede dieser Kombinationen kriegen Sie jetzt einen Ausdruck. Ja? Also das Beef Parmesan, das erfordert das Beef Cube Steak und die Onion Sliced into Thin Rings. Und da gibt es dann also zwei Einträge dafür. Und für jedes andere Ding, was in dem Kühlschrank vorhanden ist und was in dem Rezept verlangt wird, gibt es auch noch einen weiteren Eintrag. Ja? Also, was dieses Beispiel zeigt, ist, wie man einen Join machen kann, aber es ist nicht der semantisch, das ist nicht der semantisch sinnvolle Ausdruck, den wir eigentlich haben wollten. Okay? Und ich habe dann noch einen zweiten Ausdruck Ihnen mitgebracht, das ist dieses Fridge Sensible, in dem kommt man jetzt dieser semantischen Anforderung schon ein bisschen näher. Und das ist, wenn Sie das so wollen, ist das eigentlich das, was in der Datenbankwelt ein Halbjoint ist. Da geht man eigentlich nur durch einen Datenbereich durch und testet dann für die Dinge in diesem Datenbereich bestimmte Bedingungen in einem anderen Datenbereich. Und dann übernimmt man aus dem einen Datenbereich die Sachen, die diesen Test bestehen. Ja? Und das wäre jetzt eigentlich das, was, was hier dann semantisch sinnvoll ist. Da geht man mit dem $R durch die ganzen Rezepte durch. Und dann kann man gucken, für jedes I in dem Rezept, also für jedes Ingredient in dem Rezept, soll diese Bedingung erfüllt sein, dass ein Stuffing in dem Kühlschrank identisch ist mit diesem I. Und wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann wollen wir das Rezept zurückgeben. Und wenn wir das ausführen, dann kommt tatsächlich dann nur ein einziges Rezept raus, für das alle Dinge, die in dem Rezept verlangt werden, auch in dem Kühlschrank sind. Ja? Von der semantischen Seite kann man dann immer noch ein bisschen skeptisch sein, weil bei den Ingredients in dem Rezept stand ja auch, wie viel braucht man davon. Das wissen wir in dem Kühlschrank gar nicht. Also ob es dann in dem Sinne auch erfüllt werden kann, das wissen wir nicht. Aber wir haben schon mal wenigstens einen weiteren sinnvollen Schritt gemacht in die Richtung, diese semantische Aufgabe zu beantworten. So, und jetzt sind Sie natürlich ein bisschen erschlagen von dieser Diskussion. Und dann fragen Sie, inwiefern müssen Sie so einen Join selber programmieren können. Das ist jetzt eine Anforderung, da kann ich klar sagen, das müssen Sie nicht. Das ist keine Anforderung in der Vorlesung oder ein gewünschtes Lernergebnis, dass Sie aktiv programmieren in diesen Programmiersprachen. Ja? Also Sie müssen einen solchen Ausdruck lesen können. Und natürlich, dieser hier ist schon ziemlich verzwackt, auch alleine von der Formatierung her. Das würde ich also dann wahrscheinlich noch ein bisschen klarer machen, wie das dann aussehen soll. Und hier dieser hier mit diesen, das sind ja hier diese Sum und Every, das sind sehr mächtige XPath-Konstruktoren, die dann jetzt auch noch geschachtelt vorkommen. Die haben jetzt eigentlich mit Joins und sozusagen dem Verständnis, was ein Join eigentlich machen soll, sehr wenig zu tun. Also das hier, würde ich jetzt noch nicht mal von Ihnen erwarten, dass Sie das nachvollziehen. Außer jetzt vielleicht mit meiner Anleitung.
hier bei diesem Beispiel, also was ich von Ihnen erwarten würde, ist, dass Sie sagen können, wenn ein Join realisiert werden soll mit X-Query, also so ein normaler zweiseitiger Join mit einer allgemeinen Join-Bedingung, dann ist das Schema, das man hernimmt, dass man zwei Vorschleifen und eine Where-Klausel nimmt. Ja, das ist also schon relativ simpel dann, glaube ich. Und dann würde ich von Ihnen erwarten, dass Sie das erkennen können an einer einfachen Query, die wahrscheinlich nochmal einen Schritt einfacher ist als das, was wir jetzt hier haben. Also wenn wir nochmal auf die Folien zurückgehen, da hatte ich ja Ihnen Beispiele für solche Joins aus der Datenbankwelt gezeigt auch, wo man also, das hier ist diese allgemeine Theta-Join mit so einer allgemeinen Join-Bedingung, die nicht einfach nur eine Gleichheit ist. Sowas Ähnliches als X-Query, das würde ich dann erwarten, dass Sie das lesen können. Okay? Wobei, dann ist natürlich auch die Frage, wenn man das jetzt wirklich sich als Klausuraufgabe vorstellt. Ich will jetzt auch keine Klausuraufgaben stellen, wo man irgendwie eine Seite Anleitung hat und dann hinterher eine Zahl als Ergebnis rausgeben soll oder so. Also irgendwo passt dann bei dieser Art von Aufgabenstellung auch das Verhältnis von Angabe und möglicherweise sinnvollem Ergebnis nicht. Also ich denke, wenn Sie diese Dinge im Hinterkopf behalten, zwei Vorschleifen, um durch diese beiden Bereiche, die gejoint werden sollen, unabhängig voneinander durchzuiterieren und dann eine Where-Klausel, um die Join-Bedingung abzubilden, dann sind Sie schon im grünen Bereich. Okay? Wenn ich Ihnen das am Anfang gesagt hätte, dann hätten Sie das Beispiel gar nicht mehr sehen wollen. Jetzt habe ich Sie ein bisschen gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Okay, passt das dann so? So, jetzt war dann noch die Frage mit Venetian Blind. Aber hier, das passt jetzt erstmal, oder? Gut, ich nehme mal an. Gut, dann haben wir Venetian Blind vom letzten Mal. Da erinnere ich mich jetzt auch nur noch dunkel dran. Und möglicher Umwandlung. Vom letzten Test. Das war in einem Online-Test auch. War das in einem Online-Test? Ja, also das war in einem Online-Test und da war die Frage, es gab zweimal die Kombi, dass ob dieses Schema in die anderen umgewandelt werden kann. Oder es war ein, es kann auch sein, dass es ein DTD war. Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls hat mich das ein bisschen irritiert gehabt. Das ist genau in dem Notenbonustest war das. Und da waren dieses, ob es in Venetian Blind umgewandelt werden kann. Aber in Venetian Blind gibt's ja, ist ja nur das Einstiegselement global. Mhm. Und es waren aber meines Erachtens nach dann irgendwie zwei Elemente, die man dann, gibt es zwei Einstiegselemente? Nein, oder? Also das war so. Ja, okay, gut, das verstehe ich, dass Sie da irritiert sind. Ich habe da meine Definition von Venetian Blind auch so ein bisschen angepasst, genau an diese Situation, dass man eben auch von jedem Schema aus nach Venetian Blind umwandeln kann. Also die aktuelle Lehrmeinung sozusagen. Und da bin ich jetzt nicht sicher, ob ich da wirklich so ganz klar war. Ist ein Venetian Blind Schema kann zwar mehrere Einstiegselemente haben, die dann natürlich global sein müssen, aber es kann diese globalen Elemente nicht referenzieren. Das heißt also, die sind wirklich dann nur als Einstiegselemente da und wenn die dann in der Unterstruktur auch nochmal vorkommen sollen, dann müssen sie da nochmal lokal deklariert werden. Ja? Und ich glaube, ich erinnere mich an das Beispiel, das war irgendwie da hatten wir im Prinzip zwei Einstiegselemente, weil ich einfach für zwei verschiedene Elemente auch wissen wollte, wie die möglichen Strukturen sind. Also das ist der Punkt letztendlich.
hätte ich diese Frage dann so nicht stellen sollen, wenn da wirklich zwei Einstiegselemente jetzt in diesem Beispiel waren. Aber das Prinzip... es gab eine DTD und die war das Element A und dann in Klammern B mit Sternchen, dann Element B in Klammern, also C, und dann Element C ist leer. Mhm. Und dann war die Frage, ob man es umwandeln kann in Venetian Blind, Garden of Eden, Salami Slice, also genau, ja. In den Schemata. Wollen wir da gerade auf den Test mal gucken, damit das irgendwie klarer ist? Der war dann, das war der Bonustest. Genau. Genau, dann suche ich den mal gerade. Mein Moodle ist hier ein bisschen träge. Da kommt das hoch. So, das heißt, das müsste hier in dem Review sein. Und den haben wir ja als Übungstest dann einfach nochmal kopiert hier unten. Da kann ich ihn jetzt ausführen. Das sehe ich gerade nicht. Überprüfen? Sehen Sie, ja, überprüfen. Ich sehe das gerade nicht. Überprüfung, da ist also je nachdem, ich weiß nicht, ob wenn man den Test nicht gemacht hat. Aber naja, okay. Zeit erlaubte Versuche 1, das ist hier noch eingestellt. Genau, deswegen kann ich das überprüfen nicht machen, aber ich habe ja hier volle Rechte. Ich kann den Textinhalt bearbeiten. So. Okay. Ich am Ende. Ganz am Ende. Umschreiben von Schemata. Ach so, gut. Okay. Umschreiben in B1, also Venetian Blind, das habe ich nicht so ganz nachvollziehen können. Okay, alles klar. Dann gucken wir da mal drauf. Gut, das sagt uns jetzt natürlich gar nicht viel. Weil ich die Angabe jetzt nicht habe. Also ich kann kurz reinschreiben in den Chat, wie das war. Das war so eine DTD. Wenn Sie es nicht finden. Ich finde es, glaube ich, schon. Ich muss nur auf die andere Frage gehen. Nee. Das ist... Testinhalt bearbeiten. So. Okay, das war also eine DTD. Das ist die DTD, ja? Genau. Kann diese konkrete DTD in ein XML-Schema mit dem folgenden Entwurfsmuster umgeschrieben werden. Und das Zielschema soll die gleichen Instanzen... Genau, und das war jetzt Venetian Blind. Okay. Und genau. Und da... Kann man das in Venetian Blind umschreiben, wenn man eben akzeptiert, dass auch bei Venetian Blind verschiedene globale Einstiegselemente erlaubt sind, ja, aber dann müsste man dann hier an dieser Stelle sagen, ich habe ein globales Einstiegselement A und das soll jetzt aus Elementen B Stern bestehen. Dann müsste man also hier für B Stern einen Typ einfügen, den man dann hier referenziert. Und dieser Typ, der müsste dann sagen, okay, ich will Unterelemente B haben von beliebiger Anzahl. Und diese Typdefinition, die dürfte dann nicht global die Typdefinition für B referenzieren, sondern müsste dann lokal nochmal definieren, wie das B aussehen soll. Ja?
das habe ich alles verstanden, nur ja. Mein Problem oder meine Frage ist, B, es müssten ja A und B dann globale Einstiegselemente sein und das geht also schon, oder? Ja, genau, das ist jetzt, das ist jetzt ein bisschen eine unscharfe Definition gewesen, das ist richtig. Ich weiß nicht, ich bin nicht mehr ganz genau sicher, wie ich Venetian Blind definiert habe. Möglicherweise gibt es auch unterschiedliche Definitionen auf den Folien. Und die Definition, die jetzt wirklich gelten soll, und da können Sie jetzt sagen, okay, das ist unfair, dass ich das in dem Test irgendwie so abgefragt habe, aber um sozusagen meine Antwort zu rechtfertigen, nur einfach für Sie, es gibt beliebig viele globale Elementdeklarationen, auch in Venetian Blind, aber es darf keine Referenzen auf globale Elementdeklarationen sein. Und das soll genau diesen Fall abdecken, dass man wirklich von jedem Pattern aus auch mit Venetian Blind als Zielpattern arbeiten kann, dass also Venetian Blind wirklich das mächtigste Pattern ist. Ja. Weil sonst wäre das halt so rausgekommen, wenn man das jetzt genau anguckt, dass Venetian Blind nur deswegen nicht mächtiger ist als Salami Slice, weil man in Salami Slice verschiedene Einstiegselemente haben kann und in Venetian Blind nicht. Ja? Verstehen Sie die Argumentation, die ich mich da rauswinde? Also ich glaube, Sie haben genau richtig verstanden, was da Sache ist und ich müsste für mich, wenn ich das jetzt in der Klausur verwenden möchte, einfach mir nochmal vor Augen halten, dass möglicherweise jetzt Sie davon ausgehen, von der Definition Venetian Blind darf nur ein einziges Einstiegselement haben. Okay? Okay, danke. Ja, okay, gut. Also, sorry, dass ich meine, auf der anderen Seite, wenn ich behauptet habe, dass Venetian Blind das mächtigste Schema ist und dass man jedes andere Muster nach Venetian Blind umwandeln soll, dann hätten ja auch welche aufschreien können, genau mit diesem Argument, mit diesen vielen Einstiegselementen, die DTDs erlauben. Genau. Okay, gut, also das ist irgendwie leider eine Unschärfe in der Darstellung, aber ich glaube, was die Wahrheit ist, das haben wir jetzt klar. Okay? Könnten Sie vielleicht nochmal erklären, warum Venetian Blind hier funktioniert oder warum das möglich ist, dass man es hier umwandeln kann in Venetian Blind? Ich habe das irgendwie nicht verstanden. Also das ist grundsätzlich so, dass jedes Schema nach Venetian Blind umgewandelt werden kann. Ja, und wenn man sich das grundsätzlich überlegt, dann kommt man von Salami Slice auch gar nicht direkt nach Venetian Blind, sondern man kommt erstmal von Salami Slice nach Garden of Eden, weil man alle Typdefinitionen global machen kann. Das geht immer. Und dann kommt man von Garden nach Eden zu Venetian Blind, weil wenn die Typdefinitionen global sind, dann kann man auch globale Elementdeklarationen lokal machen. Okay, und ich zeige Ihnen das, wenn Sie das wirklich jetzt noch genauer wissen wollen, dann zeige ich Ihnen das gerne auch nochmal an dem Beispiel wirklich, was ich da her... Soll ich das nochmal erklären an den Beispielen mit den Umformungen? Ja, das wäre ganz nett. Also gut, dann... so, da haben wir das Schema Beispiele... Schema Umformungen hieß das dann. Ja, das war doch dieses hier einfach. So, wie viele Leute sind überhaupt noch da? Ich sehe das jetzt gerade gar nicht. Wahrscheinlich schon ziemlich abgeblättert, oder? Aber ist auch egal. So.
Also die Dokumente, die jetzt hier immer als Beispiel hergenommen werden, das sind jetzt beliebige Ketten von A-Elementen, wo also A in A geschachtelt ist, in A geschachtelt ist und das beliebig tief. Also in dem Beispiel ist jetzt die Kette nur, hat nur die Tiefe 2. Ja? Und an diesem Beispiel kann man jetzt sehen, dass bestimmte Umformungen möglich sind oder auch nicht. Und wenn wir also jetzt so ein solches Schema haben, das nach Salami-Slice strukturiert ist, dann sehen wir, dass hier globale Elementdeklaration mit lokaler Typdefinition. Und die Typdefinition sagt, wir wollen da 0 oder ein A-Element haben und das referenziert dann wieder diese globale Elementdeklaration. Das ist jetzt Salami-Slice. Und Salami-Slice kann man jetzt erstmal grundsätzlich nach Garden of Eden umwandeln. Also wenn ich das jetzt mal kopiere. Das sind halt die Schritte, wenn man von Salami-Slice nach Venetian Blind gehen möchte, dann macht man das typischerweise dann in 2 Schritten. Und hier nichts in der Zwischenablage. Ich muss in diese Textsicht gehen. Dann kann ich das da. Okay, gut. Jetzt haben wir also das ursprüngliche Schema und wenn wir das jetzt nach Garden of Eden umwandeln wollen, dann müssen wir ja die lokalen Typdefinitionen global machen. Da haben wir also hier eine lokale Typdefinition und die kann man jetzt einfach global machen, indem man sie hier auf die äußerste Ebene des Schemas definiert. Dann muss man da einen Namen für einführen, auf der globalen Ebene, damit sie referenziert werden können, müssen sie dann einen Namen haben. Also der kann jetzt zufällig, also der muss eindeutig sein natürlich, aber wir können den frei wählen. Mal R-Type. Ich versuche das jetzt zu speichern. Und dann kann ich hier oben sagen, dieses Element soll jetzt, sondern Type heißt es dann das Attribut. Type haben. So. Dann habe ich das jetzt. So umgewandelt, dass ich jetzt hier eine globale Elementdeklaration habe, die eine globale Typdefinition referenziert. Und diese globale Typdefinition, die enthält auch wieder eine Referenz auf eine globale Elementdeklaration. Ja, also das ist dann Garden of Eden, hier dieser Zustand. So. So. Und dann hat man als, wieso mag er das jetzt nicht löschen, aber ich bin da jetzt vielleicht ein bisschen überpenibel. Gut, also der Schritt ist dann einmal gemacht, dass man nach Garden of Eden kommt. Und wenn man dann bei Garden of Eden ist und man hat globale Elementdeklarationen und globale Typdefinitionen, dann kann man das auch wieder umwandeln in Salami-Slice,
was jetzt uninteressant ist, oder auch in die Nischen blind. Also wenn beide global sind, dann kann man eins von denen auch lokal machen. So. Und wie macht man jetzt hier die Elementdeklaration oder diese Referenz auf diesen globalen Typ, wie macht man den jetzt lokal, indem man einfach diese Elementdeklaration hier rein kopiert und dann also aus dieser Referenz auf eine globale Typdefinition einfach eine lokale Typdefinition, eine lokale Elementdeklaration macht. Ja? Und das da also rein kopiert, dann hat man irgendwie noch nichts geändert. Man hat dann jetzt hier wirklich eine lokale Elementdeklaration erzeugt für das Element A. Und in dem Fall, weil das A ja gleichzeitig unser einziges Einstiegselement ist, können wir das jetzt nicht löschen. Wir müssen also diese globale Elementdeklaration auch immer noch beibehalten. Aber wir referenzieren sie nicht mehr. Insofern ist das dann tatsächlich ein legales jetzt Venetian Blind. Ich hätte das nochmal kopieren sollen, aber ist jetzt egal. Ja, ist also jetzt legales Venetian Blind geworden. Okay. Und die Frage, kann man das jetzt immer machen? Das geht halt wirklich nur, wenn die Typdefinitionen global sind, wenn man hier also was referenziert. Weil sonst, wenn man da eine lokale oder eine lokale Typdefinition jetzt hier von hier oben hier hin hätte kopieren wollen, dann hätte die ja wieder Referenzen auf dieses Element A enthalten können, die man dann wieder hätte ersetzen müssen, dann hätte man so eine nicht rekursive Ersetzungskette gekriegt. Da wäre man also mit dem Ersetzen nie fertig geworden. Okay, deswegen also das globale lokal machen in einem Schritt, in einer Ebene, das geht immer. Aber möglicherweise hat dann eine solche Umwandlung dann noch Konsequenzen, dass man also, wenn man wirklich ein ganzes Pattern realisieren möchte als Zielpattern, dass man dann noch nicht fertig ist und dass man dann also unendlich oft was wieder weiter ersetzen müsste. Noch eine Frage zu dem jetzt. Könnte man das Minor-Curls und Maxo-Curls auch in das Element setzen oder muss das immer bei dem Sequence stehen? Das könnte man auch in das Element setzen. Das ist für die Ausführung des Programms, oder? Bitte? Das macht keinen Unterschied. Also das ist der Unterschied zwischen, wenn Sie sagen, ich habe in der DTD ein A und das will ich beliebig oft wiederholen oder sagen wir mal ein, ja genau, oder ich habe ein Inhaltsmodell, das A-Stern hat, dann ja, einmal wird der ganze Ausdruck wiederholt und einmal wird nur das eine Element wiederholt. Das ist also identisch. Danke. Ja. Okay. Ist das dann genug mit dem Review 3? Oder so? Ich meine, wir können im Prinzip auch dieses Beispiel nochmal angucken. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt so viel bringt, weil dann doch noch so viele Elemente global bleiben letztendlich. Sind Sie damit zufrieden oder kann ich noch irgendwas tun, um das klarer zu machen? Das war jetzt, ja, danke, das passt, das war dazu. Okay, gut. Ja, also ich habe jetzt eine private Nachricht hier bekommen, aber natürlich gerne sprengt den Rahmen der Sprechstunde. Sicherlich, Sie können auch gerne das in irgendwo einem Forum posten für alle und mir dann vielleicht eine Nachricht schicken, dass Sie es gemacht haben. Dann würde ich das dann auch für alle öffentlich beantworten. Ja? Okay, danke. Gut, ja, prima. Gut, also vielen Dank. Dann wären wir dann durch mit dem, was noch an Fragen offen war, oder? Okay, dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse. Ich weiß, dass das jetzt den Rahmen tatsächlich zeitlich auch sehr gesprengt hat, aber ich denke, das war es wert.
dass alle Ihre Fragen auch beantwortet wurden. Und ich weiß es wirklich zu schätzen. Ich weiß, dass es immer nur relativ wenige sind, die tatsächlich in die Sprechstunde kommen. Aber ich finde es super, dass Sie hier sind und dass Sie auf die Weise versuchen, dem Stoff dann noch mehr auf die Sprünge zu kommen. Okay, gut. Also dann sehen wir uns in welcher Form auch immer. Dankeschön.